Tja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück bei Never Unknown mit dem kleinen Spielchen mit dem Geschehen. Mir ist natürlich wieder ein Malheur passiert, und zwar habe ich während der Aufnahme das Mikrofon mal wieder nicht aktiviert gehabt von meinem Fraps-Programm, und dementsprechend bin ich jetzt gezwungen, das Ganze hier für euch so gut wie möglich nachzusynchronisieren. Ich hoffe natürlich, ihr habt Verständnis, und los geht's auch hier schon. Der Eisbär ist natürlich hier uns sozusagen wieder auf den Fersen. Und da wurden wir gerade natürlich mal wieder erwischt, weil wir nicht schnell genug waren und ich nicht wusste, was wir da steuern mussten. Dementsprechend hat uns der Eisbär auch gekillt. Ja, wer hätte das gedacht? So, ich probiere jetzt erstmal aus, hier wie nochmal halt die Steinschleuder halt benutzbar ist. Wo wir das Ganze hier mit dem Analogstick natürlich hier wieder in Gang setzen müssen. Und da ist auch schon der Eisbär wieder auf den Fersen. So, jetzt werden wir erstmal hier wieder die Steinschleuder benutzen, um den Weg frei zu machen. Da waren wir natürlich wieder nicht schnell genug und der Eisbär hat uns wieder erwischt. Aber der Speicherpunkt geht von dort wieder weiter. Und dementsprechend machen wir uns auf den Weg und flüchten vor dem Eisbär, der uns hier auf den Fersen ist. Und im Wasser verfolgen uns irgendwelche Geisterfische, die natürlich später oder nachher gleich auch noch eine Bewandtnis haben. Die schwimmen nicht einfach mal so umsonst mit. Oh, da war es knapp. Da sind wir gerade rechtzeitig noch hochgekommen. So, jetzt aber fix hier unterwegs. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo wir eigentlich das letzte Mal aufgehört haben. Hier sind wir jetzt gezwungen, den Eisbär eigentlich irgendwie auf diese Brücke zu locken, was uns aber natürlich nicht gleich als erstes, ja, wie soll ich sagen, uns gelingen wird. Dementsprechend probieren wir hier gerade unser Glück. Und wie man hier auch so schön sieht, mit ein paar fehlerhaften, ja, Versuche, da saufen wir auch gerade wieder. Das ist natürlich schön. Und das Ganze nochmal von vorne. So. Ich hoffe jetzt, dass wir das hier mal hinkriegen werden. Ah, nochmal probieren. Zack. Falsche Richtung. Ah, jetzt? Nee, wir müssen den was weiter runter. Ja, ah, die Fische, die schwimmen schon da. Ah, haben es wieder nicht geschafft und fallen wieder ins Wasser rein. Ach, das ist doch wieder zum Heulen. Naja, was soll's. Können wir nicht ändern, ist leider so. Auf ein neues. So. Wir müssen ein bisschen dichter ran und irgendwie scheinen wir das nicht zu packen. Jetzt haben wir ihn auf die Brücke gelockt. Jetzt stürzt der Eisbär ins Wasser und wir versenken sozusagen in die Tiefe des Meeres, und die Geisterfische sind schon da, die uns versuchen, auf die andere Seite zu tragen. Ich glaube, wir müssen hier aber dementsprechend wieder sozusagen wechseln mit dem Fuchs, dass uns die Geisterfische hier übertreiben. Was mir natürlich auch nicht gleich gelingen wird. Denn ich bin halt verpeilt. Ja, das ist halt leider so. Und wir bewegen uns hier gerade auf den Fleck herum. Oder auf der Stelle. Ja, die Fische geben alles. Die Fische geben alles. Aber wir bewegen uns nicht. Ja, jetzt ist mir der Geistesblitz gekommen, dass ich doch mit dem Fuchs was machen muss. Dass uns die Fische rüberbringen auf die andere Seite. Denn nur mit dem Fuchs können wir im Prinzip die Geister halt dafür inspirieren, dass sie uns zu gewissen Punkten rüberbringen. So, da sind wir auch schon auf der anderen Seite des Ufers. Und der Polarfuchs, sag ich schon, und der Eisbär verfolgt uns. Der gibt nicht auf. Der sieht in uns natürlich seine nächste Mahlzeit, das ist ganz klar. Und will uns dementsprechend auch zum Frühstück haben. Und wir fallen natürlich wieder rein ins Wasser und saufen. Nochmal von vorne. Jetzt muss uns das aber gelingen. Ja. Sprung. Ja, der Eisbär ist ein bisschen hartnäckig. Und hüpf rüber da. Jawohl. Und damit bricht auch der Eisbär wieder ins Wasser. Und wir sind fürs erste Mal gerettet.
Ja, das ist natürlich wahr. Das ist das, was ich im Prinzip eigentlich schon gesagt habe. Der Eisbär sieht in uns seine nächste Mahlzeit. Und man weiß ja, dass der Eisbär halt nicht schnell aufgibt. So, wir haben jetzt hier wieder ein Ereignis, den wir uns angucken können. Einen Kulturreinblick, den wir auch zugleich abspielen werden. Das dicke Eis verschwindet. Wo es sich natürlich drum geht, werdet ihr gleich sehen. Es handelt so ein bisschen um einen sogenannten Klimawandel oder den Klimawandel überhaupt. Es ist ja kein gewisses Klimawandel, weil wir wissen ja alle, einen Klimawandel haben wir ja auch im Real Life. Und viel Spaß. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing the change, in it we're already saying, Sila alanokto. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Tja, so ist das mit dem Klimawandel, ihr lieben Freunde. Und damit sind wir auch schon fertig mit diesem kleinen Zwischenvideo. Und ja, es ist nun mal in Alaska halt extrem zu merken. Das Land war seltsam. So sieht's aus. Und der Klimawandel wird sozusagen jetzt hier auch gerade wieder gespiegelt, wo wir das hier gerade auch schön demonstriert bekommen, indem hier die Eisblöcke sich hin und her verschieben. Was natürlich eigentlich sehr gefährlich ist, muss ich sagen. Ja. Wir müssen jetzt versuchen, darüber zu kommen und fallen ins Wasser. Tolle Wolle. Ja, ja, damit sind wir mal wieder gestorben, wie immer. Oh, nochmal auf ein neues. Zack. Ja, los, hoch da. Ja, so. Ja, los. Ja, Geduld ist eine Tugend. Ja, und Tempo kommt im Laufe des Tages. Und wir müssen hier in dieser Situation ein bisschen Geduld bewahren. Los, komm schon, Fuchs. Ah, lieber noch ein bisschen abwarten, bevor wir darüber springen. Das ist nicht schön, wenn wir da zerquetscht werden. So, und jetzt, Rasa. Los, komm schon, komm schon. Ja, es bewegt sich auf ungewöhnliche Weise. Kann ich nur bestätigen. Ist aber auch irgendwie schon geil gemacht so mit dem Spiel. Erinnert mich so ein bisschen an an gewisse Sonic-Spiele, muss ich sagen. Oder irgendwelche Arcade-Spiele, wo man halt auch diese Blöcke zusammenstoßen. Naja. Ich als alter Retro-Hase. So. Rüber da. Komm schon, Fuchs. Ja. Nein! Und da sind wir zerquetscht worden. Verdammte Axt. Ach, da waren wir wieder ein bisschen zu voreilig. Auf ein neues. Lieber einmal mehr abwarten, als nochmal zerquetscht zu werden. Ah. Aber es ist auch ganz gut, dass man hier so zwischen den ganzen Eisblöcken halt so eine gewissen Ruhepausen hat. Die muss man natürlich aber auch rechtzeitig erreichen, sonst ist da natürlich Ende im Gelände. Nein, fall da nicht schon wieder rein. So. Das ist eine knappe Angelegenheit hier. Ah. Und hoch da. Los, komm schon, komm schon.
So, wir haben hier wieder ein weiteres Ereignis, was wir abspielen können. Ein Mädchen und ihren Nanook. Nanook ist damit natürlich der Eisbär gemeint. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, oh, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world.